Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute geht mein Tutorial ganz darum, um Farbverläufe, was man damit alles machen kann. Das Bild wäre eigentlich soweit für mich fertig. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was man da alles noch für verschiedene Sachen machen kann. Farbverläufe seht ihr zum Beispiel hier unten, Farbverlaufsumsetzung. Und genau darum geht es eben heute in dem Tutorial. Erstmal wieder Ebene kopieren und dann gehen wir hier einfach mal rein. Wichtig ist, dass ihr hier unten immer auf Umkehren geht. Und dann habt ihr zuerst mal ein Schwarz-Weiß-Bild. Dann müsst ihr aber hier statt normales Licht auf weiches Licht gehen und schon seht ihr das. Also wenn ihr jetzt nur Schwarz-Weiß nehmt, dann habt ihr einen sehr starken Kontrast auf dem Bild. Die Farbverläufe muss man natürlich immer von der Deckkraft runternehmen, die sind meistens einfach viel zu stark. Aber hier seht ihr zum Beispiel schon den Unterschied und das ist schon sehr viel. Wer es also gerne lieber kontrastreicher mag, statt, sag ich mal, eher in diesem bisschen matteren, weicheren Bildton, für den ist diese Verlaufsumsetzung schwarz-weiß natürlich absolut perfekt. Ich möchte euch aber heute noch andere Varianten zeigen. Und zwar gehen wir hier wieder rein, wieder umkehren, wieder weiches Licht. Ich mache es immer so, ich gehe schon zur Hälfte runter. Und wenn ihr hier jetzt draufklickt, dann öffnet sich die Verlaufspalette. Und hier habe ich jetzt persönlich meine ganzen Pastell- oder einige Pastellfarbtöne, weil ich persönlich einfach Pastellfarbtöne total gerne mag. Und da möchte ich euch noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Ihr könnt hier auf Rauschen gehen, geht hier auf 0% und dann auf Zufallsparameter und dann zeigt er euch verschiedene Farben an. Wenn euch der gefällt, zum Beispiel, der ist eigentlich ganz schön, klickt ihr auf Neu und zack, ist er bei euch drin. Und so könnt ihr es dann, der ist auch schön, komplett durchgehen und euch eure eigenen Verlaufsparameter anlegen. Da sind echt einige dabei, die echt schön sind. Der ist auch schön. Das sind halt jetzt auch sehr viele, sag ich mal, eher Vintage-Farbverläufe. Was zu diesem Bild natürlich auch super passt. Und Pastell ist generell, tue ich eigentlich auf jedes Bild legen, weil mir das einfach total gut gefällt. Das sind nicht so knallige Töne, das sind mehr, ja, Pastellfarben, eben eher reduzierte Farben. Aber ich mag die total gerne. So, jetzt suchen wir uns einfach mal einen aus. Den finde ich zum Beispiel sehr schön. Den da unten fand ich auch sehr schön. Der ist auch toll. Das ist dann immer schwer, sich zu entscheiden, welche dann am schönsten ist. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal den hier. Dann klickt ihr auf OK und schon habt ihr ihn hier wieder drin als neue Ebene. Den könnt ihr jetzt natürlich wieder einblenden, ausblenden. Und so seht ihr halt schon, was das noch zusätzlich macht. Da kann man so viel aus dem Bild rausholen. Ihr könnt den natürlich wieder runter, hoch, also von der Deckkraft rumspielen, wie ihr möchtet. Ich finde es so jetzt eigentlich sehr schön. Und ihr könnt beliebig viele drauflegen, wie ihr möchtet. Also wir können jetzt hier auch wieder natürlich einen drauflegen. So viele, wie ihr möchtet. Das ist gar kein Problem. Hier wieder runter. Ihr müsst natürlich, weiches Licht, nicht diese Pastellfarbtöne nehmen. Wenn ihr jetzt sagt, die gefallen euch nicht, könnt ihr hier draufgehen und hier sind sie. Also hier ist zum Beispiel Pastell, hier sind andere, hier ist Metall, da können wir auch mal draufgehen. Wechseln wir mal zu Metall. Dann kann man, es sind hier eben verschiedene. Ja, das sind halt jetzt sehr extreme. Also wie gesagt, ich mag Pastell am allerliebsten. Ich finde die total schön. Und die geben einfach ein echt schönen Bildlook auf die Bilder.
Das fand ich zum Beispiel auch sehr schön. Kann man auch mal drauf tun. Würde ich hier wieder ein wenig runtergehen. Dann packe ich das alles mal in der Gruppe, damit ihr seht, was wir gemacht haben. So. Ja. Das ist es. Man kann also, das sind jetzt einfach nur drei Ebenen. Eine ist dafür da, die erste, um noch ordentlich Kontrast reinzuhauen, ein bisschen kräftiger zu machen. Das war die Schwarz-Weiß-Maske. Also, wie gesagt, die Schwarz-Weiß-Maske oder Verlaufsumsetzung ist immer dafür da, dass es kontrastreicher wird. Und dann habe ich eben nur zwei Farbverläufe draufgehauen. Und das war alles. Das ist auch ein minimaler Zeitaufwand und man kann so schöne Sachen da rausholen. Ihr könnt auch hier wieder mit der Deckkraft runtergehen, je nachdem, wie euch das gefällt. Und das sind auch eines meiner Lieblingswerkzeuge von Photoshop. Ich benutze es immer bei jedem einzelnen Bild, das ist ohne Ausnahme. Aber es lohnt sich wirklich. Man kann so tolle Sachen da rausholen. Und das wollte ich euch heute einfach mal zeigen, was man einfach nur mit der Verlaufsumsetzung für super schöne Effekte rausziehen kann. Und das ist keine Arbeit, das geht total schnell und man kann aus einem, sag ich mal, eher oder einfachen Bild noch was richtig Tolles rausholen. Dann freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da und es folgen in der nächsten Zeit noch einige Tutorials und ich freue mich drauf. Macht's gut!